Hallo zusammen, mein Name ist Eugen Kamnev, ich bin ein offizieller Fujifilm X-Photographer mit dem Fokus auf Astrofotografie. Als Fujifilm-Dozent bei Fujifilm School biete ich zahlreiche Astrofoto-Workshops an. Bei Fotokoch bin ich auch als Fotodozent tätig, da biete ich speziell für Fujifilm-Systemkameras Grundlagen an, aber auch spezifische Fotoworkshops nach Themenbereichen wie Feuerwerkfotografie, Porträt bei Nacht, Zeitrafferfotografie oder auch Vollmondfotografie. Jedes Jahr biete ich erfolgreich in Zusammenarbeit mit Fotokoch eine fotografische Polarlichtreise zum Schwedisch Lappland an. Und da haben sich die Fujifilm Systemkameras bei diesen arktischen Minustemperaturen sich exzellent bewährt. Aber das ist nicht der einzige Grund, wieso ich seit dem Jahre 2012 nur noch mit Fujifilm Systemkameras shoote. Es sind unzählige Gründe mittlerweile. Ich möchte gerne in diesem Video euch mit meinen eigenen Beispielen, mit meinen eigenen Fotos und mit meinen eigenen Videos tatsächlich demonstrieren, wieso ich dieses Fujifilm-System so sehr liebe und wieso ich die Schönheit des Planeten Erde mit diesem System porträtiere. Fujifilm X-System hat ein sehr breites Spektrum an unterschiedlichen Kameramodellen, von Einsteigermodellen bis zu den professionellen Spitzenmodellen. Da ist alles mit dabei. Wir fokussieren uns heute auf das Fujifilm X-System mit dem sogenannten APS-C-Format. Es gibt eine einzige Ausnahme, nämlich die Mittelformatkameras von Fujifilm, die GFX. Das sind fantastische Modelle. Wir werden die heute gar nicht durchgehen. Wir fokussieren uns heute auf X-Serienmodelle. Ja, und die alle haben APS-C-Format mit den X-Trans-CMOS-Sensoren. Das ist aber nicht nur die einzige Gemeinsamkeit, die die haben. Das, was viele Profi-Fotografen favorisieren, und ich liebe das auch, nämlich einfach den Vorteil, dass wir alle Belichtungsarten, Blenden, Verschlusszeiten und ISO sehen können. Ja? Die drei Belichtungsfunktionen können wir sehen. Wir brauchen dafür kein Menü. Ja? Wir können sofort einsehen, was wir da eingestellt haben, und das favorisieren sehr, sehr viele. Das hat natürlich einen gewissen nostalgischen Analog-Touch. Ja? Und das haben alle Fujifilm durchwegs. Keine Angst für die Einsteiger. Man kann alle Belichtungsarten auf A stellen. Ja? Da haben wir Programmautomatik. Es wäre aber schade, wenn man solche Spitzenmodelle, auch Einsteigermodelle, nur in Automatikmodus verwenden würde. Da würde ich sagen, Leute, herzlich willkommen bei meinem Fotoworkshop, würde ich mich wirklich sehr freuen. Ja, das ist der analoge Touch, was mir persönlich auch extrem gut gefällt. Trotz dieses analogen Designs sind alle Kameras hier Hightech-Modelle. Ne? Also das, was mittlerweile wirklich Standard ist, drahtlose Bildübertragung, man kann die Kameras auch fernsteuern mit kostenlosen Fujifilm Remote App, und alle Modelle, die sich auf dem Tisch befinden, also die aktuellen Modelle, die haben alle einen LCD-Touch-Display. Ja? Also mittlerweile ist es ein Standard. Und diese Symbiose zwischen dem analogen Design und Hightech macht diese Kameras so charmant. Ja. Ich würde mal sagen, wir fangen genau jetzt mit unserer Übersicht mal an. Das wichtigste Argument überhaupt für Fujifilm System für mich persönlich ist die Flexibilität. Ja, trotz des großen X-Trans-CMOS-Sensors sind die Kameras relativ klein, kompakt und leicht. Die momentan leichteste und die kompakteste Kamera, die wir auf dem Markt haben von Fujifilm, ist die X-E3. Die wiegt nur 337 Gramm
Und in der Kombination mit dem Fujinon Objektiv, Pancake wird das genannt, 27er mm, mit Lichtstärke von 2,8, haben wir hier noch einen Fokusring, ist sehr, sehr schön. Ist diese Kamera als System sehr kompakt, ja, also die passt auf meine Handfläche, die kann man überall mitnehmen und wir alle kennen diesen Spruch, die beste Kamera ist immer die, die man immer dabei hat. Ja? Und auf meiner Expedition nehme ich mindestens 7 einzelne Bodies. Alle Objektive, die ich brauche, die passen alle in ein Flugkofferchen und die darf ich dann ins Flugzeug nehmen, ja, weil abgeben würde man natürlich so etwas nicht in Aufgabegepäck, ja, das heißt, man nimmt das mit und da haben sich die Fujifilm Systemkameras bei mir sich sehr gut bewährt. Was ich persönlich bei diesem Modell sehr, sehr schön finde, es hat einen elektronischen Sucher auf der linken Seite, das haben übrigens die Fujifilm Systemkameras X100F und X-Pro3 auch. Vorteil dabei, dass man tatsächlich, die meisten Fotografen, ja, vor allem analogen Fotografen, die machen ein Auge zu und schauen mit einem Auge durch und da bleibt die Nase halt kleben auf dem Display. Aber wenn das Display auf der linken Seite positioniert ist und wenn man mit rechtem Auge durchfotografiert, dann läuft die Nase halt vorbei, ja, und da kann man ganz nah an den elektronischen Sucher rangehen. Sehr wichtig auch für Brillenträger, ihr könnt gerne auch die Brille abnehmen, denn es gibt hier ein Dioptrin-Rädchen von minus 4 Dioptrien bis plus 2 Dioptrien. Ja, Brille abnehmen, ohne Brille kann man hier 100%iges Bildfeld sehen. Der elektronische Sucher ist auch extrem hochauflösend. Ja, mit 2,36 Millionen Bildpunkten sieht man da wirklich auch bei schlechten Licht feine Nuancen, die man mit bloßem Auge gar nicht sehen kann. Wir haben aber auch ein LCD-Display. Diejenigen, die da gerne dadurch fotografieren möchten, der ist ziemlich groß. 7,6 cm im Durchmesser, 3 Zoll. Ist auch hochauflösend mit 1 Million Bildpunkten, reicht ja das auch aus zur Bildkontrolle. Wie gesagt, der elektronische Sucher finde ich toll, weil man da einfach problemlos dadurch fotografieren kann. Weil ich eben mit XE-Modellen schon seit vielen Jahren fotografiere, mit XE1, XE2 und mittlerweile auch mit den XE3, möchte ich euch gerne ein paar Beispiele zeigen. Ein weiterer Vorteil von dem Fujifilm X-System, und das ist mittlerweile auch ein offenes Geheimnis, ist extrem gutes Rauschverhalten im hohen ISO-Bereich. Ja, der beste ISO-Wert ist bei Fuji 200 ISO, aber man kann auch bei wenig Licht, ja, Vorteil natürlich, wenn man in der Dämmerungslichtsituation shootet oder auch in Innenräumen, wo wir Low-Light-Situationen haben, dann gehen die meisten Fotografen mit ISO relativ hoch, damit man noch relativ kurze Verschlusszeiten rausbekommen kann. Und das ist genau das, was die Fujifilm einfach ausgezeichnet abliefert, nämlich extrem gutes Rauschverhalten bei 4000 ISO, gar kein Thema. Ich persönlich gehe sogar bis 6400 ISO oder in einigen Fällen bis 10.000 ISO. X-Trans CMOS Sensor hat keinen Tiefpassfilter, weil Fujifilm operiert mit stochastischen Pixeln, also mit komplett chaotischen Pixeln. Und da ist die Farbfilteranordnung bzw. gar kein Filter, sondern tatsächlich in der vertikalen und in horizontalen gibt es nur eine einzige Regel, dass einmal RGB-Farbe vorkommen soll. Das war's. Ja, das heißt, aus diesem Grund haben wir keinen Moiré-Effekt, also keinen Interferenzlinien-Effekt. Wenn man kariertes Hemd fotografiert, dann kommt ein komisches Muster zustande. Und aus diesem Grund brauchen die konventionellen Kameras mit Bayer einen Tiefpassfilter, um diesen Moiré-Effekt zu entzerren. Jedes Mal, wenn man einen Filter vorsetzt, Tiefpassfilter ist auch nicht anders, hat man eine gewisse Qualitätsverminderung.
in vielen Bereichen. Und eins davon eben auch im Rauschverhalten. Ja, und Fujifilm verzichtet komplett auf den Tiefpassfilter und deswegen haben die auch extrem gutes Rauschverhalten bei hohen ISO-Zeiten. Die Fujifilm X-T30er hat natürlich auch ein exzellentes Rauschverhalten. Ist eine sehr schöne kompakte Reisekamera, ja, also wenn man hier 18 mm 2,0 Lichtstärke, wenn man Gegenlichtblende abmontiert, dann ist es relativ kompakt. Für Schutz würde ich aber die Gegenlichtblende auf jeden Fall empfehlen. Und bei dieser Kamera gibt es noch ein klappbares Display, ja, also typische sehr schöne Reisekamera zum immer dabei haben. Und die hat, wie gesagt, auch bei wenig Lichtverhältnissen extrem gutes Rauschverhalten. Die X-T30er hat sogar einen kleinen eingebauten Blitz, würde man aber bei so einem guten Rauschverhalten im hohen ISO-Bereich gar nicht mehr brauchen. Ja, und ich bin ein Verfechter des Available Light Photography, ja, also ich möchte die natürliche Atmosphäre nicht zerstören, das heißt kein zusätzliches Blitzlicht dazugeben. Und dafür sind die Fuji Systemkameras perfekt, weil man mit hohen ISO problemlos operieren kann. Und auch die Grobkörnigkeit bzw. das thermische Rauschen, was dann auftritt, ist immer noch sehr authentisch, weil das einem analogen Grobkörnigkeit sehr, sehr nahe kommt. Ja, also Fujifilm kommt ja aus dem analogen Film und genau da haben die sehr viel Know-how auch in die digitale Technik übertragen. Unser nächstes Modell ist etwas ganz Besonderes. Ich würde auch das Wort nicht scheuen, tatsächlich eine legendäre Fujifilm-Kamera, weil die eben im Jahre 2010, also die X100er, sehr, sehr gut von Fotografen aufgenommen wurde. Sowohl von Profi-Fotografen, aber auch von Semi-Professionellen und Einsteiger-Fotografen. Aufgrund dessen hat Fujifilm dann andere Kameras entwickelt, wegen dem Erfolg von X100er-Serie. Ich halte hier in der Hand die X100F. Die erste, wie gesagt, die kam im Jahre 2010, dann kam die Second, also die zweite, die hieß dann X100S abgekürzt, dann kam die dritte X100T, also Third, mittlerweile haben wir die vierte Generation, die F, ja, also vor, und die fünfte ist die ganz, ganz neue auf dem Markt, die bezeichnet man mit V. Das Erfolgskonzept dieser Kamera hat mehrere Aspekte und einer davon ist definitiv der Hybridsucher. Der Hybridsucher von Fujifilm ist einzigartig und einmalig. Das ist tatsächlich ein Sucher, das beide Suchsysteme bietet, sowohl den elektronischen Sucher als auch den optischen Sucher. Na, weil viele analogen Fotografen, die sind noch gewohnt, durch den optischen Sucher zu fotografieren, das bietet die Kamera. Und die moderne Generation fotografiert eher durch den elektronischen Sucher. Und beide Welten vereint diese Kamera. Ja. Vorteile vom optischen Sucher, wenn man die Kamera einschaltet und durch den elektronischen oder optischen Sucher hier durchguckt, dann kann man mit diesem Hebel die elektronischen oder die optische Variante einschalten oder ausschalten. Ja, das heißt, man guckt durch und sagt, okay, jetzt habe ich den optischen Sucher mit dem Leuchtrahmen, jetzt möchte ich gerne elektronischen, dann schiebt man diesen Hebel seitlich und dann hat man den elektronischen Sucher. Vorteile bei einem optischen Sucher liegen auf der Hand. Wenn man als Streetfotograf oder als Reisefotograf ein Auge zumacht und mit einem Auge, mit dem zweiten Auge durchguckt, dann sieht man meistens in der Regel nicht, was in Kadrage, also in den Bildausschnitt der Fotokamera reinkommt. Dieser Leuchtrahmen hat auch einen Parallaxenausgleich. Das heißt, wenn wir weit entfernte Objekte fotografieren, ist das kein Problem. Dann ist der Leuchtrahmen eigentlich fast identisch mit dem, was wir fotografieren. Wenn wir aber die nahen Objekte fotografieren, dann springt dieser Leuchtrahmen, wenn man den Auslöser halb gedrückt hält, in die endgültige Position. Ja, das heißt, überhaupt kein Problem auch, wenn man da sehr, sehr präzise fotografieren möchte und die Bildgestaltung so komponieren möchte, wie man das gerne hätte, kein Thema, der optische Leuchtrahmen hat eben diesen Parallaxenausgleich. Vorteil nochmal, dass man alles, was in diesen Leuchtrahmen reinkommt, ist genau unser Kadrage, unser Bildausschnitt und was nicht in diesen Leuchtrahmen reinkommt, kann man immer noch sehen. Das heißt, ein Fotograf kann mit einem Auge durch den optischen Sucher
die Geschehnisse antizipieren. Er kann sie sehen, vorhersehen. Wenn irgendwas in die Bildebene reinkommt, er kann das sehen außerhalb des Leuchtrahmens. Ja, und er kann natürlich sich auf diese fotografische Situation schon vorbereiten. Anders sieht das mit elektronischen. Ja, also elektronische zeigt 100%iges Bildfeld. Man sieht aber nicht, welche Elemente können eventuell da reinkommen. Es sei denn, man fotografiert vielleicht mit beiden offenen Augen, was aber relativ selten ist. Ja? Das heißt, der optische hat den Vorteil, dass man für Street-Fotografen, für Reportage-Fotografen ist das natürlich unentbehrlich, weil man die Situation dann vorhersehen kann. Und man kann sich darauf vorbereiten und antizipieren. Und nicht, wenn das Fotomotiv bereits im Bild ist und dann vielleicht man keine Reaktionszeit mehr hat, um das Bild zu tätigen. Weil der optische Sucher weniger Akku zieht, weniger Energieverbrauch hat, kann man durch den optischen Sucher etwa doppelt so viele Aufnahmen machen wie mit elektronischen. Der elektronische hat aber auch seine Vorteile. Vor allem bei wenig Licht in Low-Light-Situationen dient der 2,36 Millionen Bildpunkten hochauflösender Sucher als Restlichtverstärker. Das heißt, man sieht feine Nuancen durch den Sucher, die man mit bloßem Auge gar nicht mehr sehen kann. Und das finde ich wirklich sehr interessant für Low-Light-Fotografen oder auch für Astrofotografen oder generell für Fotografen, die bei wenig Licht dann fotografieren. Dank dem Hybrid-Sucher wurde die X100er-Serie zum Erfolg katapultiert. Das ist aber nicht der einzige positive Kriterium. Ein weiterer positiver Merkmal dieses Modells ist, dass in jeder X100er-Serie wir ein fest brennweitiges Objektiv haben. 23 mm mit super lichtstarken Optik 2.0. Vorteil dabei, dass wir bei 23 mm APS-C Modellen immer mal 1,5 den Verlängerungsfaktor, den sogenannten Crop-Faktor multiplizieren müssen, damit wir dann auf 35 mm äquivalent dem Kleinbildformat kommen. Und das entspricht eher der Wahrnehmung, wie das menschliche Auge die Welt wahrnimmt. Aus diesem Grund ist das komplette System, weil das Objektiv nicht abnehmbar ist, hermetisch abgeriegelt. Ein Vorteil ist, dass wir keinen Dreck auf dem Sensor haben. Ein Vorteil von allen Systemkameras von Fujifilm, die sind mirrorless, also spiegellos. Ja? Das heißt, wir haben keinen Spiegel mehr, das Dreck auf dem Sensor schaufelt. Ja? Das heißt, die sind spiegellos. Da kann immer noch bei Wechselobjektiven aber ein paar Staubkörnchen reinkommen. Ja? Also wenn man die unvorsichtig wechselt. Bei X100er Modellen kann das gar nicht mehr passieren, weil das Objektiv ist fest verbaut. Wir können das nicht mehr abnehmen. Wir können nur den vorderen Ring abnehmen und da die sogenannte Vorsatzlinsen draufschrauben. Einmal einen Telekonverter und einmal einen Weitwinkel. Ich finde aber persönlich, dass der Vorteil von diesem System ist eben in der Kompaktheit. Ja, also die X100F wiegt auch 470 Gramm. Der Nachfolgermodell, die X100V, ist nur 8 Gramm schwerer. Ja, also im Prinzip ein Fliegergewicht. Und der Vorteil ist eben, dass es auch so klein, kompakt und flexibel ist. Ja? Aber die Möglichkeit für Vorsatzlinsen ist auf jeden Fall hier gegeben. Und hier sind einige Fotoergebnisse der X100er Serie. X-Pro-Serie hat das Erfolgskonzept der X100er-Serie beibehalten mit dem Hybrid-Sucher und dadurch sind die X-Pro-Modelle die einzigen Kameras weltweit im APS-C-Bereich, das tatsächlich noch Wechselobjektive haben und einen Hybrid-Sucher, also die Wahl zwischen dem optischen und elektronischen Sucher. Was wirklich schön ist, dieses Kamerasystem hat nicht nur ein klappbares Display, sondern auch ein
sogenannten Film-Simulation-Modis. Das sind die legendären Fujifilm-Simulationen, ja, weil Fujifilm kommt aus dem alten analogen Filmbereich, ja, und den analogen Fotografen sind diese Filme bekannt. Ich habe auch damit noch fotografiert. Ich liebe Velvia und ich hätte nie gedacht, dass Velvia von dem Farbprofil vom analogen, das so authentisch ins Digitale übernommen wird, dass es tatsächlich diesem analogen Touch entspricht. Diese einzigartigen Fujifilm-Simulationen bitte nicht mit Schwarz-Weiß oder Sepia zu verwechseln, das ist es nicht. Das sind die ganz alten analogen Fujifilm-Dia-Filme, die eine bestimmte Lichtatmosphäre kreieren. X1 ist eine sehr schöne Kamera, das war auch die erste Kamera in der kompletten Fujifilm X-Reihe, das den fünfachsigen Bildstabilisator, also den IBIS, In-Body Image Stabilization, bekommen hat und deswegen wurde die überwiegend auch im Filmbereich, wenn man schwenkt oder wenn man auch Kamerafahrten macht, dass man da saubere Videoaufnahmen hinbekommt. Aber nicht nur für Video, sondern auch für Fotografie ist die sehr, sehr gut geeignet, wenn es um Low-Light-Situationen geht, damit man dann noch ein Tickchen von Verschlusszeiten rausholen kann. Alle Fujifilm-Modelle, die ich heute vorgestellt habe, verfügen über eine interne Intervallaufnahme. Das bedeutet, dass ich mit dieser Funktion Zeitrafferaufnahmen realisieren kann. Ja, also wir brauchen kein zusätzliches Accessoire dazu zu kaufen, ja, sondern die integrierte Intervallaufnahme ist bereits in der Kamera drin. Wie gut die XH1 auch im Videobereich ist, möchte ich euch mit folgenden Beispielen zeigen. Ich liebe die komplette Fuji X-Reihe, aber der Hauptinstrument, mit dem ich überwiegend arbeite, ist tatsächlich die X-T-Reihe, X-T1, X-T2, X-T3, mittlerweile auch eine neue X-T4 auf dem Markt, darüber habe ich auch ein Video gemacht, kann man bei Fotokoch YouTube auch gerne anschauen. Der Grund oder einer der Gründe, wieso ich tatsächlich so gerne mit X-T-Modellen arbeite, ist tatsächlich ein zusätzlicher Batteriegriff, das kann man bei X-H1 auch dran schrauben. Zusätzlicher Batteriegriff hat sehr viele Vorteile, wenn man längeren Zeitraum shooten möchte. Bei mir sind es natürlich Timelapse-Aufnahmen vom Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang, von unseren Polarlichtreisen oder auch von Sternschnuppen-Fotoworkshops. Ich verwende diesen zusätzlichen Batteriegriff sehr gerne, weil der interne Akku, der innen drin ist, ja, also der ist natürlich dann nach einiger Zeit leer. Dazu wird ein zweiter Batteriegriff angeschraubt. Vorteil dabei bei der X-T3 zum Beispiel, dass wir dann zwei zusätzliche Akkus in diesem Batterieschiene haben und die ersten Akkus, die leer werden, ist tatsächlich in diesem Batterieschiene. Die Kamera läuft dann weiter auf dem Stativ, ja, mit dem internen Akku. Ich kann diese Batterien austauschen, ja, und wieder reinmachen. In Theorie, aber auch in Praxis, kann ich im Prinzip 24 Stunden Timelapse-Aufnahmen machen, wenn ich dann die Akkus nach einigen Stunden wechsle.
Und das ist ein K.O.-Kriterium für mich persönlich, dass ich über längeren Zeitraum shooten kann mit einem zusätzlichen Batteriegriff. Ein weiteres sehr wichtiges Kriterium ist, dass die Premium-Modelle wie X100V, X-Pro 3, XH1 und XT-Reihe weatherresistant sind. Ja, also die sind spritzwassergeschützt und staubdicht. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Aspekt bei unseren Polarlichtreisen, die wir zusammen mit Foto Koch anbieten. Hatte ich einmal minus 33,8 Grad Celsius. Offiziell gehen die Fujifilm-Kameras bis minus 10 Grad, aber wie gesagt, die haben sich mehrmals auch unter diesen Minustemperaturen sich sehr, sehr gut bewährt. Und nicht nur bei Minustemperaturen, auch wenn das Wetter schlecht ist. Ich bin auch Stormchaser, ich fotografiere Blitze. Und wenn ich dann mit Kameras fotografiere und die einsetze, dann ist meistens strömender Regen. Ja? Und wie gesagt, die sind spritzwassergeschützt und das zeigen auch einige Aufnahmen, die ich aufgenommen habe, dass man die Regentropfen auf der Linse ganz, ganz gut sehen kann. Alle Fujifilm-Modelle haben zwei Verschlussarten, einmal den konventionellen mechanischen Verschluss und einmal den elektronischen Verschluss. Den mechanischen Verschluss kennen wir alle, funktioniert durch den Verschlussvorhang und produziert Verschlusszeiten von 1/4000 bis 1/8000 Sekunden. Der elektronische Verschluss hat aber den Vorteil, dass der Sensor von links oben nach rechts unten Zeile für Zeile ausgelesen wird. Und dadurch erreichen wir eine extreme Verschlusszeit von 1/32.000 Verschlusszeit. Das ist Science Fiction. Zudem ist natürlich der elektronische Verschluss auch komplett geräuschlos. Vorteil dort, wo man akustisch nicht auffallen darf: Konzertfotografie, Theateraufführung, Wildlife Photography und so weiter und so weiter. Wenn wir von dem Auflösungsvermögen einer Kamera sprechen, dann meinen wir zu einem eine sensorische Auflösung des APS-C-Formates und zum anderen eine optische Auflösung eines Objektives. Die ergeben eine direkte Korrelation, also zwischen den Sensoren und Optik ergibt sich daraus das Auflösungsvermögen. Als Beispiel, am 9. Mai 2016 gab es einen Merkurtransit vor der Sonnenscheibe. Stellen wir uns mal folgendes Szenario vor. Das hier ist der Planet Merkur, hat 6 cm im Durchmesser und befindet sich auf 1 km Distanz von uns. Das menschliche Auge kann das nicht mehr wahrnehmen. Ja, das heißt, wir können den Merkur dann gar nicht mehr auflösen, weil das Auge dafür gar nicht geeignet ist. Also hat nicht genügend Auflösungsvermögen. Die Kamera aber schon. An diesem Beispiel habe ich die X-Pro 2 eingesetzt. 100er-400er Objektiv von Fujinon mit einem 2.0er Telekonverter. Das heißt, wir sind bei 1200 mm Kleinbildformat. Ich habe eine elektronische Verschlusszeit von 1/32.000 eingeschaltet und vor dem Objektiv ganz, ganz wichtig, einen speziellen Sonnenfinsternisfilter verwendet, die sogenannte Badarfolie. Ganz wichtig, damit man dann den Sensor nicht verbrennt. Ja, und das, was wir sehen, ist tatsächlich jenseits der menschlichen Wahrnehmung. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Denn am 11.11.2019 gab es wieder den Merkurtransit. Dieses Mal habe ich das mit XT2 aufgenommen.
Die Fujifilm Systemkameras sind nicht nur exzellente Fotokameras, sondern sind auch extrem gut im Videobereich. Wie schnell eine Fujifilm Systemkamera auch im Videobereich ist, möchte ich euch an dem folgenden Beispiel zeigen. Ich wollte eine internationale Weltraumstation ISS, die 500 Kilometer über der Erde fliegt und mit einer 28.000 Stundenkilometer Geschwindigkeit, das sind umgerechnet 7,7 Kilometer pro Sekunde, festhalten. Und vor allem vor der Mondscheibe, also den lunaren Transit mit der ISS. Ich habe dafür die X-T3 eingesetzt, 100er 400er Fujinon Teleobjektiv und mit 2.0er Telekonverter. Das heißt, da hatte ich eine Brennweite von 1200 mm. Und das sind die Ergebnisse. Da Fujifilm Systemkamera X-T3 in 4K Videoauflösung 60 Frames pro Second, also 60 Bilder pro Sekunde bietet, konnte ich die internationale Weltraumstation tatsächlich in verschiedenen Zeitabschnitten dokumentieren. Ein enormes Auflösungsvermögen, sowohl optisch von Fujinon Optik als auch sensorisch von der Kamerabody von der X-T3. Bei einem anderen Beispiel habe ich versucht, die internationale Weltraumstation durch ein Großteleskop mit 46 cm zu filmen und das ist mir auch gelungen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, euch wieder bei meinen vielen Fotoworkshops oder auch Fotoreisen begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit Fujifilm Systemkameras. Auf Wiedersehen.